Willkommen zurück zu Stray. Wir haben in der letzten Folge die Fabrik abgeschlossen und eine Nachricht von Clementine erhalten, eine verschlüsselte. Wir sollen sie jetzt im Club besuchen. Kann ich nichts für. Ob ich dem da irgendwie was abnehmen kann in der Zeit? Nee, wa? Oh, ist da jetzt die Polizeistation? Ach so. Bitte beschreiben Sie mir das Profil des Diebes. Polizeistation war ja hier. Oh, sie ist wirklich offen. Die Wächter, sie hatten die Aufgabe, die Menschen zu beschützen. Sie sollten Verbrechen bekämpfen und für Ordnung sorgen. Aber als das Leben in der Stadt immer härter wurde und sich Gruppen bildeten, wurden die Wächter schnell zu den Handlangern der Mächtigen. Sie waren das perfekte Werkzeug, um die Stadt unter Kontrolle zu halten, gehorsam, nichts hinterfragend und unermüdlich. Selbst nach dem Aussterben der Menschen übten sie weiterhin ihre Kontrolle aus. Immer im Dienst, unablässig. Jetzt haben wir zwei Erinnerungen irgendwie übersprungen, ey, nervig. Könnte irgendwo drinne sein, mit einem Teppich irgendwie, ne? Aber und hier würde ich fast in der Fabrik vermuten. Auch wenn ich absolut keine Ahnung hätte, wo da. Wusste ja nicht, dass man da noch reinzoomen kann. Da ist ein Fernseher mit zwei Dosen drauf. Ich meine, da oben waren wir ja drin. Ich überlege bloß gerade so ein bisschen. Das muss ich doch nochmal überprüfen. Wie kamen wir denn hier hoch überhaupt? Hä? Wie ich das letzte Mal gemacht? Nicht darüber? Theoretisch, wenn da normale Gitterstäbe waren, scheiße. Ob man da als Katze nicht durchkäme? Ah, okay, das war so ein Ding. Okay. Trotzdem gerne wissen, wozu man hier noch weiter kann. Ich meine, das Fenster würde sich auch. Da steht auch irgendwer hinter, oder? Das würde sich so anbieten, dass man da auch noch hinkommt. Ich will doch nur runter jetzt hier. Okay.
Dann auf in den Club. Ich hasse diesen Club, er ist voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzbahn suchen. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Das ist nichts für dich, weg mit dir. Auf einmal ist doch jemand oben. Hallo? Taschen, wie geht's dir heute? Das war's? Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein, hol dir was zu trinken. Nein, das macht doch nicht zu! Aber siehst du dich, Kleines? Ha, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Also hab ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und will auch nicht damit erwischt werden. Okay, den brauchen wir also. Hey Leute, DJ MacT hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Okay, wir brauchen scheinbar eine Schallplatte oder sowas. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Cool. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Stimmt. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ein Drink. Okay, dann haben wir das schon mal. Das ist wahrscheinlich dieser VIP-Raum, oder was? Oh. Jetzt mal alle Hände hoch. Kratz, kratz, kratz. Geil. Nice, gefällt mir.
Kennen wir doch schon. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Hebelgriff. Nein, nein, nein. Oh, jetzt geht. Scheiße. Okay, irgendein Knopf. Keine Ahnung, was die bewirken. Damit bewege ich die Teile, alles klar. Ich muss die alle auf einer Ebene kriegen. Oh, ich hasse so eine Rätsel. Das sieht erstmal gut aus. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Gefesselt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Alcatraz als Trophäe. Wir sind jetzt also im Knast, oder was? Damit habe ich ja mal gar nicht gerechnet. Wo haben die uns denn jetzt hinbuxiert? Was passiert jetzt? Können wir überhaupt was machen? Was soll ich machen? Ah, ich kann hin und her wackeln, okay. Die Schweine. Könnte aber noch im Knastbereich irgendwie sein, oder?
Gefängnis. Also hier haben sie schon mehrere Käfige aufgehangen. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig. Was übersehe ich? Das übersehe ich. Okay, wir können definitiv in die Zelle rein hier. Und dann müssen wir wahrscheinlich vorbei, wenn der Wächter vorbei ist. Wir können hochlaufen. Okay, das Hochspringen wird mir wahrscheinlich nichts nützen. Irgendwo hört man hier schon wieder ihn. Und nun? Vor allen Dingen wie die Wolkendecke hier simuliert wird. Was muss ich denn jetzt machen? Oh. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis denne.